zusammen. Hier sind wir wieder in einer neuen Aufnahmesession von 7 Days to Die 8.7. Das neue Update ist endlich da. Wir haben extra eine Woche Pause gemacht. Und die Xyra ist da. Hallo. Und der Pat ist da. Moin, moin. Genau. Ja, wir haben ein neues Spiel gestartet. Deswegen stehe ich hier so einsam und verlassen. Und mehr gezwungenermaßen. Gezwungenermaßen. Und ich muss mal gucken, wo ich bin. Also ich bin hier Dearsville. Auf dem Weg nach Dearsville. Wir wollen da bist du ja schön Spillway. Zentral. Ja, ich nehme auch gleich Mais und so ein Schweinkram mit. Ja, ich bin in der Wüste, ich bringe Jucker und so mit. Ah, okay. Wollen wir uns denn in Spillway Lake wieder treffen? Ja. Ja. Das ist schick. Wir haben ja einen langen Tag vor uns, insofern... Ach, da. Hauen sie rein. Achso, ich habe ja schon ein bisschen Material gesammelt, den kann ich ja nämlich schon mal. Habe ich die Truse gerade gelootet? Was? Bin mir gar nicht sicher, doch hab ich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Troller gelootet habe. Ah ja, die Troller, jetzt hab ich's auch verstanden. Und nun muss ich erstmal hier auf die Karte gucken. Ja, dann guck doch mal auf die Karte. Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Achso, ich wollte eine Steinaxt machen. Das ist richtig. Tools, Stoax. Au! Au, ich hab mich an einem Kaktus gepiekst. Ja, wenn man sich umdreht, sollte man aufpassen, wo man sein Hintern hinstreckt. Das hab ich dir schon öfters gesagt, aber du hörst immer nicht auf mich. Vor allem im Real Life. Ach, sprechen wir nochmal drüber, ne, wenn's soweit ist. So. Och, ich bin hier bei der großen Tankstelle. Boah. Ich hab hier Fans. Sie kommen alle aus allen Ecken und Winkeln. Das leckt gerade nicht. Wow. Ja, eigentlich soll jetzt mit dem neuen Update eigentlich die Performance eigentlich besser sein, ne? Ja. Eigentlich ja. Kann ich jetzt gerade so nicht unbedingt behaupten, aber. Also gestern im Privatspiel. Oh, was ist das denn? Okay. Was denn? Habt ihr schon mal die Steinachse in die Hand genommen? Ja, ich hab sie in der Hand. Bei mir nimmt das fast den halben Bildschirm ein. Mir wäre hier jetzt bewusst kein Unterschied. Ah, jetzt, okay. Ich muss erst einmal zuschlagen, okay. Aha. Auch nicht normal, aber okay. Ja, ihr werdet nachher noch sehen beim Wasser, das hat jetzt auch so neue Animationen. Naja, was das Animation sieht halt mal richtig dreckig aus. Richtig. Richtig. Und das sieht richtig geil aus. Fordert mich nicht heraus. Fordert mich nicht heraus. Das ist ein böses Ende. Das ist ein böses Ende. Schlafsack. Frag mal meine Teamkollegen von meinem Clan. Das ist nicht gut. Oh. Ach so, das sind dann nachher diese Szenen, die bei euch nicht aufgenommen werden. Ja, genau. Deswegen gibt's auch so wenig Gameplay von unserem Clan, weil, ja. Weil ihr von 20 Minuten 30 rausschneidet. Kann man so sagen. War noch so, ein bisschen Stoff mit? Ist aber voll geil. So. Lasst mich looten. So, ist hier schon irgendwas Leckeres? So. Bisschen Stoff. Ui, die nehmen wir auch mit. Ja, hat denn einer mal die, Nö. Ja, die Patchnotes angeguckt? Ja, aber... Überflogen. Ich frag mich da jetzt nicht nach. Nee, frag mich nicht. Nee, wie ich ja schon erwähnt habe, die Performance soll ja angeblich besser geworden sein. Ja, gut. Ja, finde ich schon. Also ein bisschen. So, wenn die Horde kommt, dann soll es ja auf jeden Fall nicht mehr so ruckeln. Wasser wurde verändert. Beziehungsweise schöner gemacht. Das werde ich nachher beurteilen, wenn ich es sehe. So, und allgemein, die Texturen sollen ja angeblich auch ein bisschen schöner sein. Wie ich sehe, die Steinaxt wurde auch verändert. Die sieht eigentlich, ja, ich muss sagen, eigentlich recht hübsch aus. Dafür, dass es eine Steinaxt ist, definitiv. So. Ist das eine schöne Steinaxt? Ich habe schon mal zwei leere Gläser. Und vier leere Gläser. Ein Stock, ein Stein, man kann damit zuhauen. Irre. Ach, voll geil. Der Traum meiner schlaflosen Nächte. Zumindest werde ich mir so ein bisschen zu
Warum kann der denn laufen? Hallo, der steht draußen. Warum kann der laufen? Das weiß ich nicht. Xyra hat sicherlich, um uns zu ärgern. Ey, der läuft. Ich hab gar nichts. Auf immer laufen gestellt wahrscheinlich. Nein, hab ich nicht. Ja, ja. Hab ich vorher noch drauf geachtet. Hab ich nicht. Ja, ja. Bei mir sind sie auch noch nicht gelaufen. Und ich aber hatte vorhin ein paar. Aber der war auch hier im Schatten. Also vielleicht lag es einfach nur daran. Aber normalerweise können Zombies doch im Schatten auch nicht laufen, oder? Ich meine, oh, ich habe eine Waffe gefunden. Doch, jawohl. In Häusern können sie tagsüber ja auch laufen. In Häusern, aber stand ja nicht. Ist ja auch Schatten. Ja, eben. Ja, aber das wäre das erste Mal, dass ich das so gesehen habe. Also deswegen, haben sie das auch geändert. Wenn du Zombies angreifst, ne? Niemals die Sonne im Rücken. Ach, wisst ihr was? Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese scheiß Tankstelle. Da sind mir zu viele Zombies. Tja. Also wenn ich mal ganz genau hingucke, den Schatten, den haben sie immer noch nicht hübsch hingekriegt. Uah, Hund. Kacke. Nee, Hund. Und ich erwische nicht, ich erwische nur dieses dämliche Gras. Sei denn, es sind Oha. Und die Steinaxt geht schneller. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Es ist unglaublich. Dieser dämliche Hund. Ich habe nur dieses beschissene, bekackte Gras erwischt. Ja. Endlich mal bin ich nicht der Einzige, der irgendwo stirbt. Es heißt Spiel. Ein CG. No. Ha, ha. Also das mit dem Gras, ja. Reden wir nicht drüber. Also mein Zombie läuft nicht. Klasse, und jetzt, ist hier mal in der Nähe der Wüste? Irgendwie nicht. Nein. Da liegt mein Rucksack mit einem Gesammelten. Oh, Hass. Oh. Das hatten wir schon mal, das ist nicht gesund. Was ist nicht gesund? Hass. Hass, ja, wohl wahr. Ach, ihr dürft euch nicht immer so anstellen. Boah, stimmt, ja, nicht. Jetzt kommen wir nicht so. Sag nicht das Wort mit S. Ja, ich weiß nicht, ob wir dadurch Abonnenten verlieren. Oder du gewinnst welche hinzu, das ist ja eine, ne? Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Weil du hast da garantiert einige Fans, garantiert. Mein Essen ist weg, meine Bandage ist weg, meine Axt ist weg. Na, aber wir schauen mal, das wird bestimmt irgendwann mal in irgendein Let's Play kommen, dass mir das rausrutscht. Das ist und ja. Ich bin hier oben, wo ich gar nicht sein will. Wo ich wäre. Ja, wo ich gar nicht sein will. In der Wüste wollte ich viel lieber sein. Ja, aber wieso? Wo bist du denn jetzt? Ich denke, du bist in der Wüste. Nee, oder ich was? Bin gestorben und jetzt bin ich oben im Schneebiom. Dann dürftest du nicht so weit von mir weg sein. Boah, das Schneebiom. Ich bin ganz oben rechts in der Ecke. Gott, du bist doch ein bisschen weiter weg. Hast du darüber gerade gelacht? Nee, ich habe mich gerade über den Hirsch amüsiert, der hier so längs hüpft. Ach so, dein Glück. Ja, ist so. Der hüpft so frohlockend. Aber ich kann ihn leider noch nicht abknallen, also noch nicht. Tja, ich hab Hunger und ich hab Durst. Aber ich glaube, ich werde mal gleich meine Arme rausmachen. Kann ich die essen? Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Denn sonst ist Kacke. Kann ich nicht. Bringt mir eigentlich nichts. Shotgun. Ach, ich habe auch eine Pistole, die kann ich auch mal ausrüsten. Yeah. Ich mache mir jetzt mal eine Armbrust. So. Gut, ein beschissener Anfang, jetzt wird's besser. Ja, das haben sie schon alle gesagt. Ich wollte gerade sagen, das versprechen Marie eigentlich jedes Mal und es klappt nicht. Ja, bei dir. Ja, guck mal, ich habe meine letzte oder vorletzte Folge sogar dir gewidmet, Bad. Ne? Oh. Ja, ach, stimmt, das habe ich gesehen. Stimmt, das habe ich gesehen. Ja, ja. Aber das ist eigentlich so eine Sache, wo ich mich eigentlich entschuldigen muss, weil ich habe doch geblutet. Was? Achso, du hast das geblutet. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, das ist halt so, oder? Ne? Ja, du weißt auch, wenn man im Eifer des Gefechts da... Ne? Ja, ja. Habe ich schon geblutet? Aber ich komme nämlich gleich. An dir ist es vorbei, das ist nicht gut. Ich glaube, ich werde mal außen rumgehen. Ich bin im Sägewerk. Oh, und ich habe was zu essen gefunden. Das ist ja großartig.
Oh, da schreit schon wieder einer. Was will ich denn mit Glasscherben? Hallo, nicht mit Glasscherben, sondern Glasscheiben. Dann mach doch einfach aus der Glasscheibe eine Glasschere. Ja, und kann mich dann selber umbringen, ne? Ey! Wir lernen dazu. Oh, die Frage ist, ob ich das überhaupt machen kann. Ich müsste mal schauen. Einfach vom Bauch halten und einfach fallen lassen. Okay. B, das geht nicht. Gibt's da dann nur. So, Depp. So. Stirb! Ich brauche Los Pistoletta. Oh, ich sollte lieber das gehen, bevor ich noch was abkriege, dann bin ich wieder tot. Ach, was man vielleicht an dieser Stelle mal erwähnen sollte. Ja. Unser, ich bin ja nur Survival Hardcore Nordisch. Was? Ja. Hat sich dazu, ja, durchgerungen würde ich gar nicht mal sagen, aber... Er hat seinen lange gehegten Wunsch nachgegeben. Er hat sich quasi von hinten rangeschlichen, sich Minecraft zu besorgen. Herr Nordisch. Besorgen heißt Clown. Herr Nordisch, wie kamen wir denn dazu? Ach, ihr seid mir beide so sympathisch und so ans Herz gewachsen, dass ich mir sagte, dass ihr da schon anfangen zu lachen, macht mich schon ein bisschen... Ey, ich meine das ernst. Ich schütte hier mein Herz aus oder was auch immer und ich werde verarscht. Alleine oder was auch immer. Ach Mann, nein, Zombies. Sprich dich aus. Wir sind hier ja da, um uns alle auszusprechen. Hallo in unserer Selbsthilfegruppe. Ach, ich weiß ich nicht. Es hat mich einfach ein bisschen angeturnt, das Spiel dann doch irgendwie. Und dachte ich mir, ich werde euch da mal unterstützen. Das finde ich sehr schön. Und ja, muss ich auch sagen. Ne? Da zumindest spaßig aus. Erst war ich davon nicht so begeistert. Das war ja auch mit einer der Gründe, warum ich erstmal Seven Days to Die nicht gespielt habe, weil das früher auch so nach Minecraft aussah. Und das leckt bei mir gerade. Nicht so witzig. Unschön. Ja, ich habe eigentlich das Problem, also meine Frames sehen echt gut aus. Also ich bin so zwischen 30 und 50 schwimme ich rum. Aber ruckeln tut es trotzdem teilweise. Ja, kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen. Oh, eine Dose Futter. Oh. Warum laufen denn wieder 90 Zombies rum? Naja, 80. Was kann man eigentlich mit dieser Yucca Fruit machen? Kann man essen? Die nachher irgendwie... Mehr nicht? Nicht irgendwie pflanzen oder so? Nein. Also irgendwie... Nein. Noch eine Pistole. Okay. Daneben nicht. Nee, du kannst ja, wenn du Kakteen verprügelst, kriegst du ja die Juckerfrucht raus, die kannst du normal futtern. Aber ich laufe in die falsche Richtung, was ist denn Ärger? Die bringt aber nicht wirklich was, ich hab's schon ausprobiert. Ich bin vollkommen falsch hier. Ich denk, du warst schon an dir, Will. Ja, war ich. Ich okay. Wollte links dran vorbeigehen und plötzlich war ich auf dem Weg ins tote Binom und dachte mir so, nein. Ich habe ein Potato gefunden. Das ist schön. Jetzt muss ich erstmal so einen scheiß Stein machen. Ich finde hier haufenweise Dinger hier, Federn. Das ist schön. Ich habe zwar auch schon zwei, aber... Oh. Ja, das ist ich halt... Ich bin bei... Ich fange jetzt meinen zweiten Stack an. Ich habe 76. Angeber. Das ist nicht, das ist Können, das hat nichts mit Angeben zu tun. Ah, alles klar. Kommt immer nur aufs Karma an, immer nur, Karma. Sag mal, wollten wir uns denn jetzt direkt bei Dearsville treffen, oder was? Nee, am Maisfeld dachte ich. Direkt so, Dearsville wäre, glaube ich, ein bisschen schlecht, ne? Obwohl es eigentlich egal wäre, eigentlich wollten wir uns eigentlich Spillway Lake treffen. Ich habe nur gesagt, stimmt. Ich laufe mal durchs Maisfeld durch und hol mir Mais. Stimmt. Aber wir können uns auch da treffen. Mir ist es eigentlich relativ lack. Ja. Ja, wir müssen ja auch irgendwo, ne, übernachten und erstmal uns ein bisschen sammeln. Genau, deswegen dachte ich, da wir ja unsere schönen Häuschen verloren haben, auf tragische Art und Weise. Ja. Eine Schweigesekunde. Okay, das war's schon. Danke. Selbst für eine Sekunde war das recht kurz. Naja, gut, das Gerede wird ja mit dazu, ja. So, ich muss mal glatt mal gucken, ob ich jetzt nämlich, ich habe einen Tipp gekriegt von meinem Kanal,
absolut exorbitanten Tipp, um Ressourcen zu finden und Ärzte zu finden. Und der so bahnbrechend, ich weiß gar nicht, ob ich das hier überhaupt erwähnen darf. Ja, ist ernst. Ja, erzähl. Ach so. Und zwar, nee, ich habe den Tipp bekommen, dass wenn man jetzt so Seen und Flüsse und stirb. Wenn man Seen und Flüsse so längs marschiert, dass da ab und zu mal so relativ helle Flächen oder Flecken zu sehen sind. Und wenn man da buddelt, dann sind da direkt Ressourcen unter der Oberfläche. Okay. Und das habe ich gestern oder vorgestern auch mal ausprobiert und das stimmt tatsächlich. Also jetzt natürlich nicht da, also du hast meistens nur eine Schicht, Lehm oder was. Und dann hast du dann normal die Erdschichten und dann noch ein bisschen Gestein. Ja gut, das ist ja klar. Ach stimmt, das hat Dings geschrieben. Wie hieß sie noch? Oh, ich guck gleich mal nach. Also spätestens in der nächsten Folge erwähne ich dich mal, weil ich komme jetzt leider gar nicht drauf. Weil die hatte nämlich bei mir auch reingeschrieben. Toll, und sowas, was erzählt uns nicht. Ja, ist unglaublich, ne, was er alles für sich behält. Naja, es ist, ne, da hätten wir quasi, ach, oh, ich bin so enttäuscht. Nein, aber ich habe das echt ausprobiert. Ich habe zwar auch nur ein bisschen Kohle gefunden und Lead Ore, aber ich denke mal, wenn man an der Stelle noch ein bisschen weiter buddelt, dann hätte man sicherlich auch noch Eisen gefunden und den ganzen Schmodder. Aber es ist schon mal ein Ansatz. Ja. Und bei Spillway war ja auch ein bisschen was. Da habe ich auch gebuddelt. Sind hier nochmal Federn? Nee. Nur Messingmülsen. Ja, brüll hier nicht so rum. Sausack. Na Mensch, 7 Federn habe ich schon. Hey. Ich bin reich. Und ich habe Hunger. Ach ja. Was stöhnst du? Noch nichts. Och Gott. Ganz monoton Mais sammeln hier. Wahrscheinlich kriege ich sowieso einen auf den Deckel. Du fängst ja unten an zu wühlen, nicht oben. Das weiß ich. Ich mach's trotzdem, weil ich's kann. Also verschwende ich ja noch ein paar Maiskolben, aber naja, ist ja egal. Aber die Zombies sind allgemein ein bisschen schneller geworden, kann das sein? Ja, genau. Die haben sie schneller gemacht. Was auch ein bisschen beschissen ist, weil du wirst es nachher sehen, wenn du jetzt hier so eine Krankenschwester hast oder diese im roten Kleid, die wackeln dann so, weil sie sich einfach nur schneller bewegen, schneller mit dem Kopf hin und her. Also mit einem Pfeil die zu treffen, ist dann schon wieder ein Tick schwerer. Das ist nicht so witzig, aber naja. Wenn man so weiß, kommt man klar. Ich dachte, du wärst schon am Haus gewesen und ich renne hier jetzt voll rein. Und Hunde. Keine Hunde. Jetzt nicht. Scheiß auf die Hunde. Brauch erstmal Armbrust und Pfeile, bevor ich hier. Ne? Den brauche ich nicht. Was ist übrigens aus deinen Wölfen geworden? Ich habe ja mal eure Minecraft-Folgen auch geguckt, logischerweise. Ja, mit den Wölfen, da gibt's irgendwie ganz komischen Bug. Ich meine, ich bin froh um diesen Bug. Das heißt, was für ein Bug? Ich habe einen Wolf zu viel. Ah ja. Aber das macht nichts. Das ermöglicht mir nämlich das Nachzüchten, was ich auch ganz schnell getan habe, falls meinem lieben Gatten mal wieder die Hand ausrutscht. Dass es immer nur um die Fickerei geht. Es ist nicht wahr. Geht das auch? Oh, ich muss gleich was essen. Ja, aber ich glaube, man versteht das jetzt gerade falsch. Also sie drückt das Nein. auch gerade falsch aus. Ich habe das genau gesehen. Ja. Ja, es war halt eine Hand-Augen-Koordinationsfehler-Situation. Ja. Passiert etwas öfter. Ich merke das schon. Ich kann nichts mehr looten, weil ich bin nämlich voll. Oh. Also zur Info. Ja, kann man so sehen. Für die Wölfe, Quatsch, jetzt bin ich schon bei Wölfen hier. Für die Hunde habe ich jetzt gleich Pfeile. Wo ist dann hinter mir? Soll das? Wäre das befohlen? Wie bitte?
Da ist irgendjemand hinter mir auf der Karte. Ich habe das genau gesehen. Ich kann ihn noch nicht sehen, aber die Pistole zielt schon auf den Horizont. Da kommt irgendjemand. Knall dich ab! Das kann nur der Bad sein, weil der nicht gar nichts sagt. Hä? Du bist doch da hinten im Maisfeld. Ich seh das doch. Nee, zwischen den Maisfeldern, da bin ich und räume hier gerade auf. Ich hab gerade mal pauschal geschossen. Aber. Oh, Hase. Ich muss wieder den Spielverderber machen. Im Lauf erschossen, Alter. Oh, jetzt schon? Ja, ich hab hier noch nicht mal unser Haus gesichert. Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Das hat mir hier jetzt schon wieder wehgetan. Ich hab doch gar nicht gehauen. Ich pack einfach mal die Dosen ins rote Kaninchen. Sadist. Ja, wer The Forest gespielt hat, der weiß, was ich meine und warum man sowas macht. Da musst du mich jetzt bitte einmal kurz aufklären. Wieso tut man Dosen in... Nein, das jetzt nicht, aber in The Forest, da gibt es ja so eine Effigy, so eine... so eine Totems. Und die sind dann leicht penetrant in diese Eingeborenen. Und da kann es schon mal sein, dass sie dann so einen aufgebrochenen Korpus mit Tennisbällen vollstopfen. Also muss man sich mal angucken. Okay. Müsste man eigentlich in meinen Videos auch mal gesehen haben. Geil, Lieben, dann sollten wir jetzt mal zum Ende kommen. Was? Alter, das kann nicht sein hier. Doch. Ja gut, dann entferne ich mich noch mal ein Stück. Warum? Ja, wir können natürlich auch eine Dauerfolge machen. Das können wir vielleicht als extra machen. Haust du jetzt mal bitte? Danke, aber... ist lag. Man könnte im Prinzip ja auch mal sowas als Livestream. Das stimmt. Ja. Wäre ja auch mal, ne? Also wenn das gewünscht ist, an unsere lieben Abonnenten und alle, die es noch werden wollen. Stimmt, das könnte man wirklich mal machen. Auch mal einen Livestream machen. Ja, das stimmt. Ich bin auch ein Depp. Warum kann ich nichts aufnehmen, weil ich keinen Platz habe? Ich habe es eben noch gesagt. So, jetzt ist für mich hier gerade ein idealer Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Ich fühle mich gerade einigermaßen sicher. Wer ist denn diesmal der Bösewicht, der die Folge beendet? Das hast du auch schon getan. Stimmt. Ich habe es nur angemerkt. Ja, das reicht doch schon. Ach so, also wieder der Buhmann wegen nix. Ja. Nö, wegen nix nicht. Wegen nix nicht, weil du böse bist. Genau. Deswegen heiße ich auch Bad. Richtig. Das stimmt. Der Name ist Programm. Gut, ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare und schaltet wieder ein zur nächsten Folge mit 7 Days to Die. Tschüss. Jo. Tschüss. Und tschüss.